So, jetzt aber mal hier. Ich habe Weiß. Der Gegner hat Schwarz und spielt erstmal schnell zwei Züge. So, geht doch. Da antworte ich drauf. Und da antworte ich auch drauf. Und da auch. So, und jetzt haben wir schon die 11 Züge voll, ne? Spiele ich denn jetzt, einfach erstmal hier. Und dann gehe ich in die Ecke hier. Oder in die? Ich gehe mal in die Ecke. Ich hoffe, dass die da oben für sich alleine sorgen können. Hier spiele ich jetzt doch lieber den. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit dem und dem gemacht, dass ich da jetzt erstmal keinen Bock mehr drauf habe. Mehr schlechte Erfahrungen als mit dem und dann hier durchstechen. Machen wir dann jetzt. Jetzt spiele ich hier. So, er drückt da. Okay, ich spiele den. So. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken hier. Er will mich da einsperren, aber da kann ich ja jetzt hier einfach einfach mal die Augen machen. Deswegen hatte ich hier mal hängen gedeckt. So da oder. Mann, wenn er mich dann einsperrt, dann hat er ja auch dann wieder den Einwurf hier, ne? Ich spiele lieber nur den, das lebt sicher. Und er muss jetzt, denke ich, eigentlich was für seine Steine hier tun. Er kann natürlich auch hier spielen und auf denen dann da spielen, aber da kann ich doch was. Den wollen wir mal nicht verbinden lassen. Er spielt jetzt wahrscheinlich hier und lebt. Und dann muss ich halt irgendwie hier rein oder hier hochstrecken. Ist das groß genug? Oder ein Doppelkakari spielen? Ist auch nicht uninteressant. So, ich spiele hier. Und habe dann nochmal hier einen schönen Zug, ne? Ja, ich glaube, das mache ich. Er spielt jetzt zwar Hot. Was soll das? Spiele ich hier? Habe ich die Fortsetzung? Bringt nicht viel, ne? Will ich hier oder hier? Ich spiele jetzt erstmal hier, oder? Sein Mojo ein bisschen eindämmen und meine Anlage hier vielleicht ein bisschen ausbauen. So. Hier habe ich ja auch eventuell nochmal Schnitte. Und okay. Ja, wenn ich hier spiele, dann hat er den. Ne? Das möchte ich eigentlich nicht. Wenn ich hier spiele, hat er den, den und den. Und dann kann ich hier nur so halb umbiegen. Ne? Hat beides Nachteile irgendwie. Mache ich denn da? So, 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 so. So, schneiden. Pari, strecken. Ja, ich möchte ihm den hier nicht umsonst geben, einfach. Okay. Na, ich muss, glaube ich, ein bisschen braver spielen hier. So, den. Oder kann ich da noch mehr machen? Na, ich glaube, einmal pushen ist okay. Dann vielleicht hier.
Er wird wahrscheinlich den spielen, nicht? Okay, dann kann ich den noch machen. Jetzt habe ich dann noch mal einen. Yoyomi now starts. Da. Komme ich nicht wirklich zu was, aber ich kann hier einmal spielen. So. Einstrecken. Und dann hier fangen. Das ist, glaube ich, groß, weil jetzt hier noch wieder ein Schnitt geht, meiner Meinung nach. Er wird decken, denke ich. Wenn er da nicht deckt, dann habe ich da auf jeden Fall den Schnitt mal. Okay. Ist der Schnitt auch das Beste, was ich da habe? Ich glaube ja. So. Okay, dann müssen wir den erstmal vorbereiten hier. Also diesen. Sind allerdings auch nur irgendwie 4 Steine und dann seine paar Punkte drumherum. Naja, so 15 Punkte oder so. Alles im Allen werden das schon sein, wenn ich die 4 Hebits bekomme. 8 für mich. 7. 8 vielleicht für ihn. Ja. Oh, er macht das so rum sogar. Dann spiele ich den auch noch. Und den. Und jetzt spiele ich hier, dann da muss er da, glaube ich, nochmal zurückkommen, weil sonst kommen die 4 am Ende auch noch raus. Ja, und was ist dann vernünftig? Hier irgendwas spielen oder den mal ausnahmsweise, weil er ein bisschen noch wieder droht. Und was spielt er hier für einen Zug? Also was habe ich da eventuell noch für Aji mit den Steinen? Wahrscheinlich nicht wirklich viel, ne? Aber wenn das so spielt, dann kann ich ja hier eventuell nochmal gucken, ob die mal loslaufen können. Ja, dann. Dann spiele ich mal den. So, 10, 20, 30, irgendwas. Okay, spielen wir das so. Ich da jetzt reinstrecke. Der streckt raus. Ich spiele dann hier. Das geht nicht wirklich gut, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, dann machen wir es so. Weil ich ja hoffe, hier noch ein paar Kodrungen zu haben. Oder spiele ich erstmal irgendwie hier oder sowas. Nine, eight, haben wir gute Kodrungen? 6, 5, 4, 3. Der sieht gut aus.
Okay, er sperrt mich hier ein. Nee, macht er nicht. Okay, dann spielen wir das jetzt mal so rum. Yoyomi now starts. Jetzt hat er immer noch nicht hier geschnitten. Gucken, ob er das tut. Das war ja offensichtlich seine Drohung hier mit dem Decken da oder was er da gemacht hat, ne? So, und jetzt schleiche ich mich hier schon wieder ein bisschen ran. Auf, dass diese hier nochmal zum Leben erweckt werden. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Ja, dann muss ich da doch mal anbinden, fürchte ich. Kann er hier jetzt, ne, er will das so rumspielen. Und das ist mir einigermaßen recht. Habe ich das jetzt erstmal zu meinem Gebiet gemacht? Er kann jetzt hier schlagen natürlich. Aber macht er aber nicht. Okay. Dann komme ich hier doch auch noch wieder raus, eventuell. Was spielen wir denn da jetzt? Erstmal hier reingehen. Mit dem hier hat das doch einigermaßen Kraft, oder nicht? So. Spielt er jetzt da und dann nochmal hier ein Atari? Nee, macht er nicht. Gut. Ja, ziehe ich hier raus. Er hat den eventuell, ne? Na gut, wenn er nur den spielt, dann kann ich selber hier runterspielen. Und alles ist prima. Kriege ich sogar hier noch einen schönen Endspielzug. So. Er spielt sogar den. Ich dachte, er müsste hier spielen, aber da täusche ich mich ja manchmal. So. Dann komme ich hier raus.
sperrt er mich jetzt hier ein. Ich habe aber den Zug hier noch. Das solltest du nicht vergessen. Da hat er dann wieder so ein bisschen Freiheitsprobleme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Da. Da. Na ja, doch, lieber erstmal rausziehen. So, jetzt kann ich doch den machen und die Gruppe hier ist noch am Schwimmen. Und die ja eigentlich auch, ne? Warum spielt er das da so verbissen? Bin ich doch inzwischen sehr zuversichtlich, dass irgendwas hängen bleibt. Entweder die oder die da oben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn er jetzt den hier spielt, dann wird's nochmal eng. Ach, da aber nicht. Wow. Wo sollen das 2 Augen werden? Ja. Gut, vielen Dank für die Partie. Das ist ja schön gelaufen hier. Keine Ahnung, ob das hier mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber hier war ich der Meinung, musste er decken. Das werde ich mal kurz auf dem Analysebrett mir anschauen. Wo war das hier unten? So, 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 so. Wenn er jetzt hier geblockt hätte, zum Beispiel, dann war ich der Meinung, kann ich den spielen. Wenn er jetzt hier spielt, habe ich ja den erstmal. Und dann da. Und ja, das droht schon mal die 2 zu fangen, wenn er da so spielt, dann fange ich die halt in Vorhand und lebe dann ja quasi mit dem Zug schon oder mit dem. Das wäre also auf jeden Fall gut genug gewesen. Und wenn er hier deckt, dann gebe ich halt nochmal Atari. Moment. So einfach ist das nicht, ne? Dann spielt er hier. Moment. Ja, hätte er mal so machen können, ne? Auch bei dem hier hat er ja irgendwie erstmal den. Wenn ich darauf antworte, kann er hier spielen. Und dann erreiche ich dann nichts. Ja gut, aber es war ja auch kein so großer Unterschied. Ich habe meine Augen ja, ob er nun da antwortet, ist dann ja egal. Ich gehe dann halt trotzdem hier raus. Aber wenn er gar nichts spielt, das wäre ja die Frage gewesen, genau. Und dann der kommt, dann kann er hier so, so, so hoffentlich nicht mehr ganz so gut spielen. Weil jetzt kann ich das Atari geben und dann hier spielen. Und jetzt ist das ja nicht mehr schnell genug. Ja, er kann natürlich immer noch hier spielen, aber dann fange ich da wieder in Vorhand und lebe. Dann ist der Zug nicht so sinnvoll, außer dass er natürlich seine Gruppen mehr oder weniger alle zum Leben bringt damit. Dann müsste man jetzt wieder gucken, wie das überhaupt jetzt endspielmäßig aussieht.
Irgendwie sowas, damit er keinen Punkt im Zentrum macht. Dann hat er hier 10, 20 Punkte. Hier 15. Und hier vielleicht nochmal 10, 15, also 30, 50 Punkte. Ne? Ja, und so viel habe ich ja auch nicht. 10, 20, 30, 40, 45, Gummi. Ja, wahrscheinlich führe ich dann trotzdem, aber glaube nicht mit den 19,5, die er mir hier anzeigt, oder doch? Nee, wenn er die hier fängt, dann hat er halt wahrscheinlich schon irgendwie 15 Punkte hier mehr, wenn ich die nicht irgendwie rausziehen kann. Also 10 bis 15 mehr. Aber ich denke, ich führe dann knapp okay. Ja, dann ist ja nochmal alles gut. Dass es dann so einfach geht wie in der Partie, dass er mich da quasi durch seine Gruppen durchtreibt. Mit dem Zug jetzt. Jetzt hat er ja die Gruppe noch nicht so ganz am Leben und diese ist jetzt ja auch mehr oder weniger abgeschnitten. Ich dachte, wenn er jetzt auf den Zug hier gespielt hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen kniffliger geworden, nochmal so in Richtung Semi-Ei, also zwischen der weißen und der schwarzen Gruppe hier, weil er mich da ja irgendwie dann schneiden kann. Ich muss jetzt vermutlich hier anbinden. Wenn er da nochmal spielen kann. Könnte ich da spielen und hier spielen. Die Gruppe könnte ich natürlich auch noch abtrennen, aber sagen wir mal, ich kann es nicht. Und behalte lieber meine Freiheiten. Oder kriege ich da vielleicht sogar Augen? Wenn ich mir hier ein Auge mache. Das hier wird aber keins, ne? Dann sollte ich es einfach so belassen. Hier spielen. Hier spielen. Und hier spielen. Weil wenn er jetzt hier kein Auge kriegt, und da sieht es ja nicht nach aus, das ist ja keins. Ja, dann muss er selber hier diese Innenfreiheiten nehmen. Sind das also schon mal keine für ihn, aber welche für mich. Und dann habe ich noch Außenfreiheiten hier. 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Auge. Ne? Also er kann jetzt ja hier spielen. Und dann da. Ich könnte dann natürlich noch hier reinstrecken. Sagen wir mal, er spielt selber hier. Und ich spiele irgendwie, ich hätte hier auch noch antworten müssen. Ne? Wenn er da spielt, kommt er da raus. Ja, ich kann jetzt natürlich auch so antworten. Und er kriegt hier ja auch vielleicht ein Auge, damit das dann Seki wird, aber wenn ich den hier kriege, dann gewinnt er die Partie auch wieder nicht. Naja. Knifflig. Auf jeden Fall kniffliger als das, was er in der Partie gespielt hat, denn da hat er mich ja im Prinzip zu meinem Glück gezwungen. Konnte ich erstmal den spielen, der droht dann hier nicht nur den einen, sondern auch die zwei noch mitzufangen. Er kann jetzt natürlich hier irgendwie rausziehen, aber ja, dann kann ich eben, wie gesagt, hier einfach fangen. Und wenn er nichts macht und irgendwie, keine Ahnung, versucht Endspiel zu spielen oder so, also ich da vielleicht, dann kann ich hier ja auch nochmal irgendwie so raustreiben. Und da muss er dann wieder gucken, wie er darauf antwortet. So kann er nämlich nicht antworten. Das wäre wieder mal zu einfach.
Wenn er so antwortet, dann habe ich halt noch den wieder. Und jetzt muss ich gucken, ob ich, ja, kann ich trotzdem, ups, auf den hier, würde ich dann vermutlich hier spielen, ja. Und wenn er dann hier spielt, dann kann ich halt wieder das Atari geben und seine Steine so fangen. Und wenn er hier nochmal rausziehen muss, dann ziehe ich halt hier auch raus, drohe wieder zu schneiden, binde dann hier an und plötzlich hat er hier ein halbes Auge angebunden und hier unten hat er natürlich auch noch ein halbes Auge und hier vielleicht lebt er da also tatsächlich. Sagen wir mal, er bindet halt, er ist schon angebunden, ne? Okay, dann kann er da ja auch irgendwas Sportlicheres spielen. So, was hier habe ich dann hier noch einen Zug? So, so und so. Nee, na, dann kann er hier spielen. Der geht auch nicht gut, ne? So. So, so, so. So. Ah, dann kann ich eventuell hier spielen. Und habe nichts erreicht. Oh Mann. Ja gut, ich könnte halt da spielen und sein Gebiet da irgendwie ein bisschen kleiner machen. So, da kann ich ja auch noch nicht anbinden, weil das eine Mausefalle ist. Aber hier könnte ich dann eventuell mal schneiden. Okay. So viel zu dieser Partie. Ja, nach dem Zug hier. War dann seine Gruppe abgetrennt und ja, da das unten am Rand hier kein Auge mehr wird, denke ich, werden das hier auch keine zwei. Also wenn er irgendwie sowas spielt, dann ja, stoße ich halt einmal hier rein. Einmal da rein und dann ist das hier vielleicht ein Auge in Nachhand, aber mehr eben nicht. Bin mal gespannt, wie das Fuseki so eingeschätzt wird hier von Katago. Aber das gucke ich mir alleine an. Ja, falls es ein Video wird, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.